Mut hat auch die Familie Rüegger gebraucht. Für sie war es eine schwierige Entscheidung. Kann man mit kleinen Kindern auswandern und in Libanon leben? Oder ist es einfach nur verantwortungslos und gefährlich? Trotz allen Zweifeln packen sie ihre Koffer und lassen alle Sicherheiten der Schweiz hinter sich. Was mega schön ist in Libanon, ist, dass die Leute sehr kontaktfreudig sind. Also man kommt wirklich sehr einfach mit Leuten in Kontakt. Und wenn man sich, sag ich mal, im öffentlichen Raum bewegt, dann fühlt man sich immer als Teil eines grösseren Ganzen. Also was ich so schön an Beirut finde, ist, dass mehr auch ein chaotisches Leben ist. Also es ist einerseits stressig, aber auf der anderen Seite ist es auch, ja, man fühlt sich auch etwas freier. Denise und Lukas Rüegger leben mit ihren zwei Kindern Aaron und Rania in der libanesischen Hauptstadt Beirut. Wir wohnen in einer normalen Wohnung. Was halt speziell ist, ist der Stromausfall. Im Sommer fällt so alle 3-4 Stunden Strom aus. Und dann ist man einem privaten Stromanbieter angehängt, der dann aber nicht genügend Power liefern kann, dass man jetzt den Kühlschrank und noch gleichzeitig die Klimaanlage kann, laufen lassen. Vor 7 Jahren sind sie aus der Schweiz ausgewandert. Lukas produziert mit einem libanesischen Filmemacher Kurzfilme. Denise betreut während der Woche ihre zwei Kinder und hilft in der Flüchtlingsarbeit ihrer Kirche. Grundsätzlich geht es darum, dass man so wie einen Ort bietet für die Flüchtlinge, wo sie sich einfach wohlfühlen, wo sie sich willkommen fühlen. Weil das ist auch, wie das hier auch erlebt wird, ist auch im Libanon so, dass die Syrer kommen und die Libanesen tun sie eigentlich nicht wirklich willkommen heißen. Wir wollen ihnen wie einen Ort bieten, wo sie kommen können und einfach wirklich eine Liebe erleben. Kennengelernt haben sie sich an der Kantonsschule in Winterthur. Früh ist beiden klar, dass sie ihr Leben nicht in der Schweiz verbringen werden. Ich habe so das Leben hier in der Schweiz auch einfach ein bisschen einfach gefunden oder auch vielleicht teilweise ein bisschen langweilig. Oder so, ja, wie so ein bisschen auch die Herausforderungen gesucht. Vor 11 Jahren heiraten die beiden. Eine Anfrage, in Afrika zu unterrichten, lehnen sie ab. Es wird immer klarer, dass es sie in eine andere Himmelsrichtung zieht. In London besuchen sie zusammen ein theologisches College. Wir haben beide gemerkt, okay, die arabische Welt interessiert uns. Die arabische Sprache würden wir mega gerne lernen. Und eben so das grundsätzliche Ziehen ins Ausland war da gewesen. Wir haben auch gewusst, wir wollen in einem modernen, urbanen, progressiven Kontext leben. Und dann hat sich Beirut herausgeschält. Zurück aus London stehen Lukas und Denise vor der Entscheidung. Wo werden sie in Zukunft leben? Ich war hier noch schwanger mit dem Aaron. Wir haben gewusst, heute machen wir eine Entscheidung. Und ich glaube, wir sind uns beide einfach einig, dass wir gesagt haben, doch, wir probieren es, wir gehen. Eben wirklich auch mit dem Wissen, es könnte sein, dass wir fehlen, also dass wir es nicht schaffen, dass wir es nicht packen. Gute Grundlagen, um so eine Entscheidung zu fällen, haben wir nicht gehabt. Wir haben nicht gewusst, das ist eine Kultur, die fremd ist. Wir haben nicht gewusst, okay, wie verhält man sich im Libanon. Die Sprache ist uns fremd. Dann die politische Situation, die instabil ist. Und das sind so ganz viele Schichten, also ganz viele Fragezeichen, die im Raum stehen. Das Paar wagt es. Für mindestens 8 Jahre wollen sie in die Millionenstadt Beirut auswandern. Wie das Leben da aussieht, wissen sie zu diesem Zeitpunkt nicht. In deinem Leben machst du immer wieder Entscheidungen und vertraust darauf, dass Gott dich auch irgendwo durchweist. Und das war schlussendlich in dieser Situation auch so, dass ich einfach wie darauf vertraut habe, dass wirklich, wenn es nicht unser Weg war, es hätte irgendetwas können, uns Stein weggelegt werden und dann wäre es gleich nicht gegangen. Und das war aber nicht so, sondern sind eigentlich eben die Türen aufgegangen. Während ihres Besuchs in der Schweiz lebt die Familie bei Lukas Eltern. Diese erinnern sich, wie sie von den Plänen ihres Sohns erfuhren. Für mich war es gut. Auch vom Risiko, das damals eigentlich noch sehr aktuell war, oder sehr weit vor war, das war nicht so tragisch. Und er hat das noch gut erklärt, Lukas. Sicherheit ist nicht die Abwesenheit von Gefahr, sondern die Präsenz von Gott. Ja, und auch die Aussage, er hat mal die Aussage gemacht, Gott kann mich auch im Bombenhagel beschützen. Und das stimmt, also das habe ich auch viel im Hinterkopf, das kommt mir viel in den Sinn. Nicht alle hatten so viel Verständnis. Ich mag mich erinnern, wo jemand mir gesagt hat, sie finden das total crazy, oder sie finden das total eigentlich
Hirn verbrennt, dass wir das machen. Ja, das gibt's. Aber das schärft einen. Da muss man dann wie aufstehen und sich bewusst sein und sich sicher sein, dass man das auch wirklich will. Weil dann kann man diesen Leuten auch entgegenstehen und sagen, doch, ich weiss, den gehören wir an. Die Anfangszeit in der neuen Heimat von Denise und Lukas war schwierig. Also wir haben eigentlich eineinhalb Jahre nichts anderes gemacht als Arabisch gelernt. Das war eine Zeit der Identitätskrise, würde ich sagen. Man kommt an, man ist niemand, man hat kein Netzwerk. Oder dann so konkrete Situationen, man geht auf den Gemüsemarkt, Fruchtmarkt, die Preise sind angeschrieben, man hat keine Ahnung, was die Zahlen bedeuten, was die Buchstaben bedeuten. Aus dem folgt dann, dass man nicht weiss, ob man über den Tisch gezogen wird, wenn man zahlt. Und das sind überall, wo man sich bewegt, vom Moment, wo man aufsteht, bis zum Moment, wo man ins Bett geht, ist man total unsicher. Inzwischen haben sie sich gut eingelebt. Beide sprechen fließend Arabisch. Auch den Umgang mit der instabilen politischen Lage mussten sie lernen. Das Eidgenössische Amt für Auswärtige Angelegenheiten warnt ausdrücklich vor Reisen in den Libanon. Ich fühle mich wirklich sicher. Es kommen mir manchmal so Gedanken, dass ich irgendwann irgendwo durchfahre oder eben wenn ich am Freitag bei einer Moschee vorbeifahre, dass ich dann denke, oh, jetzt hätte ich vielleicht nicht gerade diesen Weg nehmen müssen. Aber eben die Gedanken kommen, aber dann, ja, dann tut man wie sich einfach diesen Gedanken nicht aussetzen. Gerade vor drei oder vier Monaten hat es einen Bombenanschlag gegeben, ziemlich nahe in unserer Nachbarschaft. So gegenüber von dem Shoppingcenter oder von dem Einkaufszentrum, wo die Tönis amigs einkaufen. Und es hat geschüttelt, es war laut und es hat einen Boom gemacht und wir haben gewusst, hey, okay, das ist jetzt wahrscheinlich eine Bombe gewesen. Dann tut man sich schon wieder zurück besinnen und so ein auschecken, hey, okay, welche Orte, welche Nachbarschaften sollte ich meiden, an welchen Tagen sollte ich wo nicht hingehen. Aber so grundsätzlich, die Instabilität ist Teil der Realität, wo man damit lebt. Nach 7 Jahren in Beirut fühlen sich Dönis und Lukas dort zu Hause. Das ist wirklich auch ein Privileg, das wir haben als Familie. Wir sind auch als Familie das Gefühl, wir sehr nah zusammen, weil wir sind aufeinander angewiesen. Und auch wirklich können unser Leben auch Gott völlig übergeben. Irgendwie können Gott vertrauen und Gott zu erleben in unserem Alltag.